Hi, mein Name ist Kendra und ich habe an der HTWG meinen Bachelor in Kommunikationsdesign gemacht. Ich habe mir für meine Thesis eine Geschichte rausgesucht über eine Frau, die in der Isolation zu sich selbst findet. Diese Frau ist die Hexe Circe, eine Figur aus der griechischen Mythologie. In meiner Arbeit habe ich dann versucht, visuell ihre Welt und die Charaktere, die darin vorkommen, darzustellen, damit man als Betrachter leichteren Zugang dazu findet. Die griechische Mythologie fasziniert mich schon seit der Grundschule. Da habe ich mal ein Buch aus der Stadtbücherei ausgeliehen und mein Vater hat mir das dann zum Schlafengehen immer vorgelesen. Illustration ist für mich einfach eine Art des Selbstausdrucks und der Bereich, der mir am meisten liegt und auch am meisten Freiheiten bietet. Ich habe wahrscheinlich schon mit fast allem gearbeitet, natürlich viel mit Bleistift und Buntstiften, aber auch mit Wasserfarben und Acrylfarben. Aktuell arbeite ich vorzugsweise digital, weil sich da Felder am besten ausbessern lassen und ich möchte mich in Zukunft auch noch mehr im Bereich 3D vertiefen. Mein Hauptworkspace ist zu Hause, ich komme aber auch sehr gerne her, weil der Austausch und kreative Input, den ich von meinen Kommilitoninnen erhalte, sehr wichtig und auch wertvoll ist für meine Arbeit. Den größten Tipp, den ich anderen Illustratoren wahrscheinlich geben würde, ist, sich auch noch in andere kreative Bereiche zu stürzen und da Sachen auszuprobieren, weil einem das auch wieder Inspiration gibt fürs Illustrieren. Den Thurgau-Preis zu erhalten, sehe ich nicht nur als Ehrung für meine Abschlussarbeit, sondern als Auszeichnung für mein ganzes Studium. Ich war ziemlich überrascht, ihn zu erhalten, aber habe mich auch sehr, sehr gefreut.